Verlobungsprank. Prank. Ein Moment, was ist ein Prank? Kennst du denn YouTube? Kannst du damit was anfangen? Oh ja, ja, YouTube kenne ich. Ja, ich habe sogar 3 eigene Channels. Was machst du da? Ja, lade Videos hoch. Ja, natürlich. Abonniere auf einige Kanäle und schau dann Nachrichten. Ich gucke immer Datteltäter zum Beispiel. Aber kennst du irgendeinen YouTuber? Also ich kenne die Datteltäter. Datteltäter, ich abonniere das auch. Dagi B kenne ich, Shirin David kenne ich und weiß noch nicht mal, wie das ausgesprochen wird. Simon Death-You oder Death-You, keine Ahnung. Ja, ich gucke jetzt hier Filme, die ich nicht kenne und ihr wollt, dass ich dann sage, was ich davon halte. Bibis Beauty Palace sind wir jetzt und ich bade in 100 Liter pinken Glitzerschlamm. Abspielen. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Das werden wir gleich voll mit Wasser machen und versuchen. Während ich da drin sitze, habe Pulver gefunden, womit man pinken Glitzerschleim herstellen kann. Das werde ich mir jetzt aber nicht bis zum Ende anschauen, ne? Hat sie was an, wenn sie nachher nicht... Wovon spricht sie? Ihr wisst es, ne? Ich mach mich da. So. Ja, das ist eine gute Sache, das ist unter meinem Niveau. Spaß gemacht haben, dieses Video zu schauen. Bibi hat ein Planschbecken in ihr Wohnzimmer, in ihr Badezimmer gezogen. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Ist es Unterhaltung? Sie sagt, sie macht ja Unterhaltung. Ich weiß noch nicht, ob das den Mädchen gefällt. Machen das wirklich Mädchen? Aber bestimmt, wie viel hat sie abonniert? Oh, 4 Millionen. Was glaubst du? Gucken das Mädchen? Die gucken das definitiv, weil sie ein Fan von ihr sind. Egal was sie macht, wird eigentlich, glaube ich, geguckt. Aber weißt du? Weil ich eine Tochter habe und die guckt das schon seit, ich glaube, 3 Jahren. Also du kennst diese YouTuberin? Ja, ich kenne sie. Ich habe sie auch schon mal ungeschminkt gesehen. Also ich kann mir vorstellen, weil es eine sympathische junge Frau ist, dass Leute Lust haben, irgendwie an ihrem Leben teilzunehmen. Aber unsympathisch ist sie jetzt auch nicht. Also das ist nicht etwas, was du weiterempfehlen würdest? Nee, das würde ich nicht empfehlen. Sie machen einen Blödsinn und ich denke, das ist Zeitverschwendung. Würdest du denn noch ein weiteres Video von ihr gucken wollen? Jetzt eigentlich nicht mehr. Da musst du mir aber ein bisschen helfen. Ja. ApoRed oder ApoRed? ApoRed. Dann sag ich dir. Also jetzt gucke ich ApoRed mit dem Titel Everyday Set A Remix. Ich kenne das Lied. Ich dachte, ich habe so und so viele Schuhe und so. Ich muss das kurz mal verstehen. Also der hat ja mehr Schuhe als normale Frauen und so. Das ist eine Rapper, eventuell seine Musik, aber etwas auch mit Bezug zu tun. Das ist faszinierend. Das Auto 1 mit sowas bin ich noch nie gefahren. Und die Maschine auskramen. Ich kann seine Kennzeichen. Kann man googeln, Polizei okay. Viel Spaß dann. Boah, nee, das höre ich mir nicht weiter an. Mein Sohn hat mich so oft gezwungen, das Lied zu hören. Also er hat es gehört und ich musste das immer mithören. Ja, also das gefällt mir ganz gut. Ein guter Flow, so viele Schuhe und wie die Melone da eben mal so lässig zerlegt wurde, auch ganz groß. Naja, ich kenne jetzt nichts anderes von ihm. Ich habe den Namen schon mal gehört und ich kenne dieses Lied. Aber das ist jetzt gerade für meine Kinder kein gutes Vorbild, so mit Autos und Schuhen zu prahlen. Naja, Rap ist nicht meine Musik. Die ist sozusagen Angeber, würde ich sagen, ja. Der Angeber, der versucht zeigen, ja, guck mal, cooler als du. Ja, ich habe so ein tolles Auto. Ich weiß auch, seine Auto nur ausgeliehen, was auch immer. Also er findet sich echt toll. Ja, und finde die anderen nicht so toll. Schöne Selbstwusstsein. Kann man doch mal ins Netz stellen. Muss ja auch ein bisschen, also so ein Rampensaum oder so sagen. Sonst lässt man sich nicht filmen, außer wenn man in sowas reingezwingt wird.
das war mein Auto. Da würde ich lange für sparen. Sehr lässig, der Startknopf. Also ich fahre ja sowas. Und dann muss ich jetzt umdrehen. Und der drückt nur rauf und dann geht's los. Ja, ich würde mir das noch weiter gucken. Ne? Billiger Gangster. Ja, die haben ja auch so ihr Gold und ihre Lamborghinis. So, und dann rappen sie auch. Bild auf und runter. Dislike. Bin ich so hart, oder? Sam Dessio. Verlobungsprank. Prank. Was ist ein Prank? Mit einer. Oh, das nennt man Prank. Mit einer Fake-Verlobung. Da ist ja relativ viel Energie plötzlich drin. Ne? Kleiner Moment. Das ist dann das Musik. Also er hat ja richtig Spaß, freut sich auf die Aktion. Da braut sich was zusammen. Eigentlich müsste es heißen, an die Ex-Freunde. Ich spule vor, ich kann es anschauen. Ich muss mal gucken, wann die Freundin nach Hause kommt. Aber sie kommt schon lächelnd rein. Ich glaube, sie wusste Bescheid. Ach, ist kein Deutscher. Spricht er Englisch oder? Der versucht sich verarschen. Das macht man. Ich denke, dass es ernst ist und der verarscht sich auch. Also das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Das mag ich nicht so gerne. Ich glaube gar nicht, dass das ohne Medikamente funktioniert. Nee. Ich guck mir erst bis zum Ende. Nee, ist nicht mein Ding. Also er war mir von vornherein die erste Szene war nicht sympathisch. Der hat mir so eine Klatsche bekommen. Das darf er nicht natürlich machen, aber ehrlich gesagt, das macht man nicht. Weil der hat mit ihrer Ecke Gefühle gespielt, so macht man nicht. Was glaubst du, was macht der Typ normalerweise auf seinem Channel? Würde mich wundern, wenn der jetzt normalerweise Physikaufgaben erklärt. Würdest du es seinen Kindern empfehlen oder weitergeben? Nein, ich denke, sie würden auch an den Medizinschrank gehen. Ich denke, die Menschen sind gemein geworden, insgesamt. Ja, und dann schauen sie solche Videos. Ich glaube, es ist schwierig, bei der großen Konkurrenz zu bestehen, wenn man nicht mit dem Strom mitschwimmt. Wenn man so ein Profil hat, das immer so ist, so unnatürlich, dann finde ich das schon bedenklich, dass man sich verstellt, damit andere das gut finden. Weil andere mich so nicht so gut finden würden, wenn ich so wäre, wie ich bin.